unterwegs mit ihrem Soloprogramm So schön kann das Leben sein. Ich verkneife mir das, das auf Bayerisch auszusprechen. Sonst kriege ich wieder Haue hinterher. Meine Damen und Herren, das Leben kann schön sein. Es werden immer wieder schöne neue Dinge erfunden, die uns das Leben schön machen. Google Street View wurde eben schon angesprochen. Viele finden es ganz toll, andere sind völlig entsetzt. Und Google Street View ist ein so wunderbares Thema, mit dem man uns von anderen Dingen ablenken kann, fast so gut wie ein Kunstfurzer. Wir diskutieren wochenlang über Google Street View. In der Zeit kann man uns in Ruhe die Rente kürzen, die Krankenversicherung ruinieren oder die Laufzeiten der Kernreaktoren verlängern. Wir sind fixiert auf Google Street View und Google Street View ist ein Thema, da kann auch der flexibelste Politiker mal klar Stellung beziehen. Guido Westerwelle hat gesagt, er will, dass sein Haus bei Google Street View gepixelt wird. Es gibt Leute, die verlangen, dass Guido Westerwelle gepixelt wird. Aber ob gepixelt oder nicht, wenn Sie den Mann in den Nachrichten betrachten, können Sie sehr schön sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Vor knapp einem Jahr war das der umjubelte Gewinner der Bundestagswahl. Guido Westerwelle konnte vor Kraft kaum laufen. Dann hat ihm die Bevölkerung ein paar Monate lang beim Regieren zugeschaut und hat festgestellt, der kann wirklich nicht laufen. Und zwar nicht vor lauter Kraft, sondern wegen Sauerstoffmangel im Oberstübchen. Mit seinem penetranten, trotzigen Beharren auf Steuersenkungen wirkt der Westerwelle inzwischen wie ein Dreijähriger, der unbedingt für 15 Grad minus draußen mit der kurzen Hose spielen gehen will. Inzwischen backt er so kleine Brötchen, dass die Kanzlerin ihm locker jederzeit als Krümel vom Kabinettstisch wischen kann. Die Merkel hat sowieso einiges aufgeräumt in letzter Zeit. Ist ihr das überhaupt aufgefallen? Das war ein super Jahr für Angela Merkel. Alle sagen, sie ist in der Krise. Was für ein Quatsch. Die Frau ist doch fast alle parteiinternen Konkurrenten losgeworden, die ihr lästig oder gefährlich werden konnten. Alle sind sie weg. Oettinger abgeschoben, Rüttgers abgewählt, Köhler abgetaucht. Der war ja so beliebt im Volk, ne? Vermissen Sie den auch so? Es heißt ja immer, dass man oft erst hinterher merkt, was man an einem gehabt hat. Ich hoffe jetzt, dass das hinterher noch kommt. An irgendeiner Uni sollen Forscher unter einem Elektronenmikroskop nach der Lücke suchen, die er hinterlassen hat. Aber Glück für Merkel, durch den Abgang von Köhler wurden ein paar Schuhe frei, die nicht mal dem Christian Wulff zu groß waren. War sie denn auch los? Roland Koch ist freiwillig gegangen, Ole von Beuys freiwillig weg. Wann verlässt der Lotse das Schiff, wenn er es so sicher auf Grund gesetzt hat, dass er trockenen Fußes das Ufer erreichen kann? Alle sind sie weg und jetzt schreiben die Zeitungen, der Spielraum für Angela Merkel wäre enger geworden. So ein Blödsinn. Es ist doch alles viel einfacher. Dank der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen musste sich Frau Merkel eben nicht vor die Kameras stellen und sagen, dass die von CSU und FDP geforderten Steuersenkungen wirtschaftlich völliger Schwachsinn sind und überhaupt nicht umsetzbar sind. Nein, jetzt konnte sie sagen, mit den neuen Mehrheiten im Bundesrat sind Steuersenkungen auf lange Zeit nicht möglich. Das ist doch viel angenehmer. Ich würde es ja gerne machen, aber es geht nicht. Sie ist die Kanzlerin des Möglichen. Das ist genau ihr Spiel. Das hat sie drauf. Sie spielt mit dem, was möglich ist. Die Frau hat keinen Plan. Die hat keine Vision oder eine Idee. Die regiert nicht, die reagiert. Die spielt Tennis nicht wie Bum Bum Boris Becker, sondern wie einst Björn Borg. Der hat jeden Ball geduldig zurückgespielt. Immer so lange, bis der Gegner nervös wurde und einen Fehler gemacht hat. Das ist das Spiel von Angela Merkel. Sie ist kein Akteur, sie ist ein Reaktor. Dabei ist sie kein schneller Brüter. Nein, Angela Merkel kann abwarten. Das ist ihre ganz, ganz große Kunst. Die Frau kann abwarten. Es ist eine Steherin, die kann stehlen und abwarten. Wenn ein großes Problem auftaucht, dann steht die Merkel erstmal da und dann guckt die nur so. Und wenn dann alle Merkel anstarren und darauf warten, wo sie denn nur hinlaufen soll und was nur gemacht werden soll, dann starrt die Merkel einfach nur zurück. Die starrt so lange zurück, bis die Menge ungeduldig wird. Irgendwann hält die Menge das alles nicht mehr aus, setzt sich selber in Bewegung, trottet irgendwohin los und dann kommt die Stunde von Angela Merkel. Sie guckt genau, in welche Richtung laufen die meisten los, schleicht sie an der Seite vorbei, setzt sie an die Spitze der Mehrheit und ruft, kommt mit. Das ist...
Das ist das alte Anarcho-Motto, mir nach, ich folge euch. Das ist führen durch hinterherlaufen. Die Merkel wird immer souveräner, immer entspannter. Und was soll denn auch passieren? Wer soll denn in der CDU die Merkel stürzen und warum? Die einzige Chance, die die CDU bei der nächsten Bundestagswahl hat, ist doch, der Bevölkerung Angst vor einer rot-rot-grünen sozialistischen Misswirtschaft zu machen. Das ist die letzte Karte, die sie spielen können. Und beim Drohen mit der rot-rot-grünen sozialistischen Misswirtschaft ist die Ostfrau Angela Merkel doch die Kronzeugin. Die wird sich beim nächsten Wahlkampf einfach hinstellen und wird sagen, wollen Sie in einer sozialistischen Misswirtschaft leben? Ich bin in einer sozialistischen Misswirtschaft aufgewachsen. Wollen Sie so werden wie ich? Dann, nein, nein, nein! Schon ist alles erledigt. Das wird ein Wahnsinnswahlkampf. Sozialistische Misswirtschaft, das ruft doch Reflexe hervor. Sie alle wissen doch noch, wie furchtbar das war. Wir haben doch die Bilder noch vor Augen. Vor 20 Jahren, als diese Mauer aufging, diese schrecklichen Bilder, sozialistische Misswirtschaft, willenlose, gramgebeugte Menschen haben wir gesehen. Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte. Suppenküchen, wo lange Schlangen angestanden haben, um einmal am Tag eine einzige warme Mahlzeit zu ergattern. Haufenweise obdachlose Menschen ohne Zähne. Jetzt bin ich im falschen Land gelandet. Moment mal, Moment mal, Moment. Moment, das sind die Zustände in den USA. Verzeihung, das ist jetzt... Nee, die Menschen ohne Zähne, das war USA. In der DDR, das waren die ohne Bananen. Auch ein schreckliches Schicksal, meine Damen und Herren. Auch ganz bestimmt ein schreckliches Schicksal. Und das teilt auch, ich muss da gerade was holen, das teilt auch mein nächster Gast, dieses schreckliche Schicksal. Ja, jetzt bitte mal, hier muss es hin. Alle Rassenforscher aufgepasst. Mein nächster Gast, Nils Heinrich, teilt mit der Kanzlerin das Ostgehen. Inzwischen lebt er in Stuttgart, ist voll integriert. Der fühlt sich in Stuttgart pudelwohl. Ja, wenn er Montag sieht, wie Menschenmassen hilflos vor dem Hauptbahnhof demonstrieren und dann von der Obrigkeit eingelenkt wird und gesagt wird, gut, wir machen einen runden Tisch und erklären euch, warum es nichts zu diskutieren gibt. Und dann fragt man sich, können Nils Heinrich und Angela Merkel wirklich denselben kulturellen Background haben? Sehen Sie, hier Nils Heinrich, ich zitiere die Kritik, ein Mann, dem man stundenlang zuhören möchte, weil er rotzfrech, originell und sehr vergnüglich ist. Ein Mann, ich zitiere weiter, mit Charme, Witz, brillanter Rhetorik und einer charismatischen Stimme. Und da, ja, Angela Merkel halt. Was glauben Sie, wen wir eingeladen haben? Hier ist Nils Heinrich, meine Damen und Herren. Eine Kritik hat er vergessen. Ich sage das, weil ich gleich singe. Und zwar, das ist eine Kritik, die stand mal in der Abendzeitung München. Da stand nach einem Programm, nach einer Aufführung von mir, hat der Kritiker geschrieben, ich sage das nur als Warnung jetzt, und singen kann er nicht. Aber dies tut er voller Hingabe. Ich wohne in Stuttgart, das ist die Stadt, wo hinter der Erdkrümmung ich, wo die Leute Spätzle essen, diese Nudeln, die aussehen wie tote kleine dicke Maden, die man mit Pfandflaschenscherben rasiert hat. Ich wohne dort aufgrund flexibilitätsbedingter Entwurzelung. Ich bin Migrant. Ich habe jetzt Migrationshintergrund. Jetzt weiß ich, was das ist. Früher dachte ich, das wäre ein Bildschirmschoner. Und ich singe jetzt ein Lied über meinen Migrationshintergrund und da wollte ich einfach mal fragen, meins, wollt ihr Rock'n'Roll? Das ist blöd jetzt, ich habe nichts dabei. Das ist, das konnte ich ja nicht wissen. Hier beim ZDF, wer hätte das ahnen können? Nee, Dreisat ist das ja, Entschuldigung. Ich komme aus einem Land, das früher mal drüben hieß. Also hier. Bei uns hieß es, wieso funktioniert denn der Rotz nicht? Ich bin 89 auf die Straße gegangen, weil ich einen Kapitalismus wollte. Ja, ich war's.
Entschuldigung. Ich wollte exotische Südfrüchte essen, von denen ich gar nicht wusste, wie sie buchstabiert werden. Jetzt bin ich allergisch dagegen. Komm aus einem Land, das früher mal drüben hieß. Für die einen war's ein Knast, für die anderen das Paradies. Wir hatten die wenigsten Arbeitslosen von der ganzen Welt. Wahrscheinlich fehlte der Anreiz des Arbeitslosengelds. Pickel hatte ich richtig viel. Wir hatten ja kein Klerasil. Oma Inge, sonst hatte ich nichts, hat mir ihre Spucke auf die Pickel gewischt. Habt ihr eine Ahnung, wie das brennt? Rentnerrotze mit Ostkugident. Eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Naja, muss man durch. Es hat gebrannt. Die Weiber wollten gar nichts von mir. Ich war ein später Blüher, außer im Gesicht. Ja, ich bin ein Mensch von früher. Ja, ich bin ein Mensch von früher. Ja, ich bin ein Mensch von früher. Ja, ich bin gern gesehener Gast auf jeder Ü30 Schaumparty. Unsere Rohlinge hießen Musikbandkassetten, die Festplatten waren aus Vinyl. Auf die Kassetten zogen wir den Freunden die Platten. Wir schafften nicht sonderlich viel, denn man hörte zwangsweise die Platte, die man zu kopieren hatte. Und wir lebten in einem Land, in dem das halbe Volk auf Maffei stand. Wir haben noch unkomprimiert schwarz kopiert. Ja, 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 ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch von früher. Ein Mensch. Generation Töke. Können Sie noch ein paar dran erinnern? Die anderen leben nicht mehr. Man gab mir nur einen Vornamen, den trage ich auch noch heute. Und mit diesem Vornamen traue ich mich wenigstens unter die Leute. Wir zogen uns Opas Erzählungen rein, denn Opa hatte ja nur noch ein Bein. Man hat ihm das Bein und die Jugend gestohlen. Die Jugend war tot, das Bein lag in Polen. Wir hatten keinen Reiter, wir hatten keinen Twix. Wir hatten nur Sehnsucht, sonst hatten wir nix. Unter den FDJ-Blusen hing unoperierter Busen. Obwohl Karl Marx von dort kam, durften wir nicht nach Trier. Bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch von früher. Bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch von früher. Bin ein Mensch. Sie sind der Meinung, das war spitze. Kommen nur noch 5 Strophen. Unsere Milch hatte noch 10% Fett. In der Küche stand noch kein Messerset. Zum Wurstschneiden haben wir die Axt genommen. Und ist es uns etwa schlecht bekommen? Darmbakterien gab's nur auf dem Klo. Und nicht im Joghurt oder sonst irgendwo. 40 Jahre graues Brot, nur 3 Fernsehprogramme. Aber Fernsehverbot. Wir fuhren nicht zum Therapeuten. Wir liefen zu einem Erzieher. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch von früher. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch von früher. Ich bin ein Mensch.
was mal an. Vielen Dank. Dankeschön.